Hey Leute, und da bin ich wieder. Ich bin's euer Dennis Mafix und es geht schon weiter bei Let's Play Kingdoms of Amalur: Reckoning. Ja, das ist immer noch unser cooler, bärtiger Held und im letzten Part haben wir Bruder Egan gefunden und machen hier die kleinen Nebenquests mit ihm, dass wir ihn finden müssen. Wir haben ihn jetzt gefunden. Doch er will nicht zurück in die Stadt und in St. Aldrichs Kloster, denn er hat zwei Feen getroffen und die bringen ihm Magie bei, wenn er einen Schatz findet. Und wir helfen ihm natürlich dabei, denn mich interessiert ehrlich gesagt, wer diese Feen sind. Und ob es überhaupt welche sind und was sie mit ihm vorhaben, weil ich kann mir nicht irgendwie vorstellen, dass die wirklich irgendwas Gutes mit ihm vorhaben. Aber egal, helfen wir ihm einfach mal. Oh, das ist schon wieder ein Bogart. Oh, die haben keine Chance gegen uns. Der Bogart. Seid wachsam. Ja, es gibt hier zahlreiche Bestien. Oh, epic. Boom. Sick. Ich frage mich ja eigentlich, ob der sterben kann. Das wäre nämlich nicht so cool, wenn der stirbt. Okay, wir können Stealth. Ja, aber das ist krass. Boah! Chill mal hier. Okay, komm, Bogart. Sam, mach ihn alle. Sam, oh, echt mal. Zur Wasserhalle. Perfect Teamwork. Und ja, diese blaue, also blau-lila Energie, die man hochgeht, das ist Schicksalsenergie. Wir haben fast schon wieder einen Balken voll, das heißt, wir können bald wieder diese super coolen Schicksalsattacken loslassen. Und ich habe mich schon gefragt, worum es nicht weitergeht. Gut, der ist ja schon wieder. Komm mit, Egan. Wenn wir weitergehen, bleib bitte in meiner Nähe. Ich verfüge über keinen nennenswerten Mut, ehrlich. Ihr könnt gerne Vater Dünnwell fragen. Dein Gesichtsausdruck sagt irgendwie schon alles. Was ist das für ein Ort? Laut Legende hat sich der große Feinmagier Aman der Gerissene in diese Höhlen zurückgezogen, um seine Schätze vor den Sterblichen zu verbergen. Darunter war auch der Selki-Schleier. Gut, leb wohl. Man sieht sich. Man sieht sich, ich laufe hinter dir her. Ich meine bloß. Aber egal. Pflanze holen. Oh. Ah ja, die Quest, wie gesagt, habe ich ja schon mal gemacht. Habe ich ja schon mal gesagt. Ich sagte, kommt irgendwann mal was richtig Asoziales. Das habe ich nicht verstanden. Nicht das da, das war auch asozial. Deck. Boah, epic Blitz. Auch wenn er wieder stand, das zieht ihn trotzdem sauber zu viel ab. Zack. Zack, 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 zack. Wir nähern uns langsam. Pfeile füllen sich nach kurzer Zeit wieder automatisch auf. Eher wie eine Pistole als Pfeile. Ja, diese Pflanzen öffnen sich ja, da wir Magie begabt sind. Und schau diese Dinger. Was sind das für Dinger? Ja, man halt schaltet das nur so schnell. Echt, man, ich check das nicht. Das sind irgendwie so Minen oder sowas. Echt, man, die sind so krass und die ziehen so krass viel Leben ab. Echt, man. Okay, hoffen wir, dass nicht noch mehr davon da sind. Okay, was ist hier Schönes? Ein Kakao? Nee, Goldmünzen und Amans Schlüssel. Okay, gut, da sind Elfen. Ja, hau einfach ab, gell? Ich brauch deine Hilfe gar nicht. Deck, 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 Deck. Oh, episch ausgewählt. Komm schon. Ich mein, Rick, meh nicht auf. Okay, dich machen wir mit dem Bogen alle. Oh, unsere Energie ist voll. Wir müssen den Schleier finden. Ja, ich suche ihn ja, aber es ist gar nicht so leicht. Oh, die hat ja was. Was hast du Schönes? Ein Reparaturkit. Nehmen wir gerne mit. Und was ist da noch? Baumwoll drum. Nehmen wir auch mit. Wir nehmen alles mit. Wir haben ja bis jetzt noch Platz im Inventar. Hoffe ich zumindest. Tun wir mal einen Heiltrank mal nehmen. Nur zur Sicherheit. Oh. Aha. Das sieht ja sehr nett aus. Ein totes Monsterviech irgendwie. Keine Ahnung. Puff. Zum Buffalo oder sowas. Buffalo. Ein Büffel meine ich natürlich. Egal. Stirb, stirb. Ach komm. Leg doch das Schwert an. Kommt. Kasmaran kennt den Weg. Ja, ich folge ja schon. Ich glaube, jetzt kommt noch mal eine Stelle mit den, mit diesen merkwürdigen Wasserdingern. Die sind Enix Kacke, weil die ziehen saumäßig viel Leben ab. Das ist völlig unnötig. Egal, oh ne, doch nicht. Gut, da haben wir es schon geschafft. Da ist es. Kasmaran hat keine Angst. Ah, ich wusste, dass da noch was kommt. Es war ja gar... Ah, Drecksdinger. Plündern, schnell, bevor da noch was explodiert. Ja, Selkischler und Gold. Nee. Und da sind jetzt ganz viele nette kleine Elfen.
Zack, zack, zack. Okay. Neun Tränke haben wir noch. Oh, sollte ich nicht die ganze Tränke benutzen. Davon muss ich mal einen Vorder kaufen. Aber bevor wir weitergehen, da sind ja noch ganz viele schöne Gefäße und eine Kiste. Boah. Eine Truhe. Die tun wir gleich mal plündern hier. Was drin? Ein Eisenhammer und funkelnde physische Scherben. Kriegerwaffen, bla bla bla, zerschmettern und zu Boden. Ja, das sind dann brutale Waffen. Okay. Und damit sind wir schon wieder an Odrat. Und jetzt müssen wir... Oh, bevor ich da runterjumpe. Truhe. Nehmen wir alles. Ist ja noch mehr? Nee. Gut, dann kommen wir hier. Jumpen! Epic Jump. Richtig Epic Jump, würde ich sagen. Oh, das sind Gegner. Ach, das sind Fälle. Achso. Ach, das war ein Kämpfer. Okay, jetzt machen wir mal den Abbrechungsmodus. Zack, der schon mal weg. Und die können wir jetzt hier alle machen. Episch. Und jetzt. Hier. Zack, zack. Oh. Ach, scheiße. Egal, wieder nicht 100 DP, aber trotzdem sieht's geil aus. Achso, da sind ja noch mehr. Ey, der muss natürlich genau in ein Lager von denen. Ey, wir sind bald Level 3. Ist ja cool. Gut, dann will ich noch ein paar Feinde hier alle machen. Hallo, Feinde, sind da noch ein paar... Ich will Level 3 sein, ich will Level 3 sein. Ach, egal. Dann haben wir es auch jetzt schon geschafft. Gut, dann sind wir schon wieder hier am Anfang. Und vielleicht würden wir jetzt die Feinde treffen. Oh. Sind das die? Sieht so aus. Was ist denn das? Unser kleiner Egan hat einen Freund gefunden. Hm. Ich habe so das Gefühl, als könnte daraus ein Problem erwachsen. Bruder Egan. Ein reizender Junge, wenn auch etwas einfältig. Mein Bruder und ich mögen die Ahnungslosen und Übereifrigen. Er hätte noch so viel mehr für uns getan, wenn ihr nicht gewesen wärt. Finna und Abos. Vor dem Krieg haben wir Rathier von innen heraus geplündert. Wir waren dabei so erfolgreich, dass die Kriegsgeweihten sogar Kopfgelder auf uns ausgesetzt hatten. Sie waren nicht hoch, aber doch hoch genug, um stolz darauf zu sein. Doch leider hat alles Gute auch irgendwann ein Ende. Als der Krieg so viele andere zu Banditen machte, waren wir gezwungen, hierher zu kommen. Wenn ihr mich fragt, war es so das Beste. Selkie-Schleier. Der Legende nach verleiht der Schleier seinem Träger sonderbare Fähigkeiten. Feienfähigkeiten. Ihr könnt euch also vorstellen, warum mein Bruder und ich neugierig darauf sind. Ihr seid keine Feen. Offensichtlich. Jeder, der schon mal eine Feie gesehen hat, würde das bemerken. Doch anders als bei dem kleinen Egan hier hausen in eurem Kopf nicht bloß Fantasien. Die Feienlande bieten fruchtbaren Boden für Spiele. Ihre Einwohner sind so einfältig, dass ihr euch ohne jede Mühe die Taschen füllen könnt. Werdet ihr uns geben, was rechtmäßig uns gehört, oder müssen wir ein neues Spiel beginnen? Mein Bruder und ich sind stets bereit zum Spielen. Dann träumt doch nicht mal. Der Schleier ist verflucht. Na, erstmal, wenn ich ihn behalten möchte. Dann werdet ihr das mit eurem Leben bezahlen. Ihr müsst wissen, wir haben viel in diese Täuschung investiert. Blut, Gold. Von den mit Egern verschwendeten Stunden gar nicht zu reden. Wir mögen Verbrecher sein, aber wir sind durchaus ehrenhaft. Wir haben für unseren Preis hart gearbeitet. Und jetzt wollen wir ihn auch haben. Der Schleier ist verflucht. Verflucht? Hm. Anscheinend kennt ihr euch mit Unglück gut aus. Behaltet den Schleier. Es gibt noch andere Schätze in den Feienlanden. Aber unsere Wege sollten sich besser nicht wieder kreuzen, sonst fügt mein Bruder euren Narben eine neue hinzu. Gut, leb wohl. Auf nimmer... Ich wusste es nicht, woher auch. Bevor ich nach Gorhard kam, kannte ich niemanden außerhalb meiner Familie. Alles war so neu, so magisch. Haltet ihr mich für einen Narren? Und Vater Dünnwell? Kommt, gehen wir zurück zur Mission. Ich muss bei vielen um Verzeihung bitten. Dann lebt wohl. Gut, damit haben wir unsere erste Quest schon mal abgeschlossen. Das ist schon mal geil. Stufenanstieg. Das heißt, wir können hier wieder was drauf tun. Überzeugung könnte man was drauf tun. Handeln, Schnässer kacken. Ich Sinneschärfe, blablabla, erhöhte Menge an Gold hier bei der Erkundung, nee, bannen, interessiert mich gar nicht, Schlösserkunde, überzeugen, verstohlen halt, das ist eigentlich das, was ich drauf machen will. Das heißt, ich würde erst, aber ich tue erstmal eins,
Warte. Erhöht die Dauer, die du verborgen werden kannst, bevor du merkst. Ach, tu mal erst auf Schlösserkunde machen. Und hier haben wir wieder 3 Punkte. Auf Raffinesse tun wir hier 2. Na wohl, ne, nicht 2. Was ist das hier? Verstohlene, bla 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 bla. Schalte neue Schleichangriff in die Dolchen. Jo, mach mal. Und dann bei Macht tun wir wieder auf unser Schwert was machen. Das benutzen wir ja doch am meisten und das war schon. Towerkraft müssen wir nicht drauf machen. Und Karten haben wir hier immer noch die gleiche. Schurke behalten. Bestätigt. Ja, gut, dann folgen wir ihm zurück. Wir könnten ihn auch theoretisch angreifen. Aber nee. Oh, verdammt, ich habe einen Trank genommen. Ich wollte irgendwie gerade mit meinem Bogen nachladen. Das kommt mir irgendwie so waffenmäßig vor, deswegen wollte ich da jetzt so nachladen. Ach, egal. Aber ich hatte einen Trank verschwendet. Ich bin ja jetzt schon reich, ich habe schon 500 Gold. Ich glaube, mehr kann man im Spiel gar nicht mehr bekommen. Das wäre vollkommen unrealistisch. Gut, dann gehen wir jetzt wieder nach Goha zurück. Übrigens, mir fällt auf, die Lichteffekte sehen hier richtig geil aus. Man merkt, dass es etwas dunkler wird. Finde ich schön. Okay, dann können wir reingehen. Aber erstmal töten wir das Huhn. Oh, 2 Hühner Double Kill hier. Und gut, dann können wir hier mit ihm... Oh, die Tore haben sich geöffnet. Ja, jetzt kommen die Botschaft rein. Cool. Ich habe Goha tatsächlich vermisst. Gut, reden wir nochmal mit ihm. Müssen wir zur Mission zurückkehren? Mich dürstet nach Abenteuer, Magie und Macht. Obwohl, eigentlich machen mir all diese Dinge Angst. Ihr geht nach Hause. Vielleicht ist es am besten so. Diese neue Welt ist gefährlicher, als ich erwartet hatte. Und ich habe seit Tagen nichts gegessen. Relikt. Man nennt ihn den Selkie-Schleier. Und er soll die Macht haben, seinen Träger in jede Gestalt zu verwandeln, die er wünscht. Finna sagt, er gehört den Feien, wurde aber gestohlen. Selkie-Schleier. Ich weiß nicht viel über das Relikt, außer dass es angeblich von einem Feienmagier namens Aman der Gerissene hergestellt wurde. Aman ist ein guter Name, wenn auch nicht ganz so gut wie Kasmaran. Ja, Kasmaran, Starler-Name. Leb wohl. Dann auf bald. Ja, auf bald. Erstmal plündern wir hier cool die Kiste. Schlösserknacken. Dietrich? Das mache ich jetzt mal. Also, wir müssen das Schlösserknacken, das finde ich sehr simpel. Man hat halt die Wahl zwischen diesen Möglichkeiten, wo man es hintut. Und man muss halt es schaffen, am besten ohne, dass ein Dietrich zerbricht. Und ja, hier hat er gewackelt, das hat man gemerkt. Oh, und dann haben wir schon. Ja, einfach schaffen, ohne dass was kaputt geht. Haben wir geschafft. Und dann schauen wir hier alles. Und hallo, bei Mitaru. Egan ist wieder da. Was euch betrifft, ihr habt meiner Bitte Folge geleistet. Und dafür ist euch St. Odwig auf ewig dankbar. Betrachtet diese magere Belohnung als Spende für eure Sache. Denn ich bin sicher, dass es eine aufrechte ist. Dankeschön, Bruder Egan. Wir haben es allein der Gnade Mitarus zu verdanken, dass Egan zu uns zurückgekehrt ist. Und natürlich hattet auch ihr euren Anteil an diesem Wunder. Die Wege der Obrigkeit sind mannigfaltig. Er war nicht mal eine Minute von dem Dorf entfernt, aber egal, leb wohl. Willkommen zurück. Okay, ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen kleinen Cut und sehen uns dann gleich wieder bei Let's Play King of the Farmer Reckoning. Bis dann, euer Dancing Muffix. Ciao.